Bei Urologe Dr. Gerritz stehen verschiedenste medizinische Beschwerden im Fokus. So auch die alarmierenden Schmerzen eines vermeintlichen Motorradmachos. Mein Cousin, der Marc Koch, der hat einen Termin. Ist der schon da? Nö, nee. Aber er müsste schon eigentlich da sein. Der Termin ist doch jetzt schon, ne? Genau, aber hier ist keiner. Dann hoffe ich mal, dass er kommt, weil unsere Oma wird 90 und wir bereiten gerade den Geburtstag vor. Und wir haben jetzt die letzten Tage so zusammen verbracht. Und er hat immer über Schmerzen wieder im Flankenbereich geklagt, im Unterbauch. Und da habe ich gesagt, oder immer wieder darauf eingeredet, du musst dich mal echt untersuchen lassen, ob doch wirklich nichts Schlimmes ist. Deswegen hoffe ich mal, dass er kommt. Ja, hoffen wir auch. Ja. Ja. Hallo. Ach, da bist du ja. Ich hab schon gedacht, du kommst nicht. Ich habe dir doch versprochen. Und was ist das? Schon wieder kein Nierengurt. Genau deswegen. Irgendwann frieren deine Nieren nochmal ein. Mach doch jetzt kein Drama draus. Da kommen doch mit Sicherheit die Schmerzen her. Das wissen wir noch nicht. Ich hätte gerne ein paar Schmerztabletten, dann wäre schon gut. Also. Na gut, ich bin ja keine Apotheke hier. Ich würde vorschlagen, wir untersuchen doch mal. Oh, sie macht doch ein bisschen viel Drama draus. Ja, aber sie sind ja nun jetzt hier in der richtigen Klinik und da müssen wir schon mal nachsehen, was los ist, oder? Lass dich mal untersuchen, sei nicht so prüde, schließlich mit deinen ganzen Frauengeschichten. Du bist ja auch sonst nicht so zurückhaltend. Ja. Kommen Sie mal mit, wir schauen mal eben nach. Was beim Motorradfahren ein Problem sein kann, ist, wenn kalter Zugwind eben im Bereich der Flanken auftritt, aber das ist dann mehr ein Problem der Muskeln und des Skelettsystems und nicht so sehr der Nieren, weil die Nieren liegen weit innen im Körper, Inneren gut geschützt und die sind dadurch sicher nicht beeinträchtigt. Seit wann haben Sie denn Ihre Beschwerden? Oh, das geht jetzt schon längere Zeit so. Wie lange? Ich habe immer hier hinten, tut mir immer weh. Ja. Und, ja, mittlerweile zieht es noch ein bisschen hier runter. Beim Wasserlassen was? Ja, da habe ich auch Probleme und teilweise ist es mir auch richtig schlecht. Gut, pass auf. Ziehen Sie mal Jacke aus, machen Sie Oberkörper frei, ziehen Sie Hosen, Unterhosen ein bisschen runter, dann gucke ich mal nach. Dann müssen wir gleich den Urin checken. Ja. Natürlich mal einen Ultraschall und ich untersuche ihn einmal körperlich. Hosen und Unterhosen müssen auch ein bisschen runterziehen. Wir sind ja hier beim Männerarzt, ne? Ganze Programm. Ja, dann können Sie sich hinlegen zum Untersuchen. Ich müsste noch kurz auf Toilette, ja? Okay. Als Herr Koch aus meinem Behandlungszimmer sprintete, war mir nicht ganz klar, ob er einfach wirklich nur dringend Wasser lassen musste oder ob irgendwas anderes dahinter steckte oder ob er sich vor der Untersuchung drücken wollte. Das war mir vollkommen unklar. Oh, nehmen Sie bitte. Haben Sie das gehört? Ja, haben wir gehört. Hallo, was ist los? Geht's Ihnen nicht gut? Nee, mir geht gar nicht gut. Scheiße. Okay, kommen Sie mal mit. Der Urin ist ja ganz blutig. Ui. Müssen wir doch mal gucken. Mal die andere Seite, ich unterstütze hier nichts. Die Symptome, die Herr Koch aufwies, die Schmerzen, der plötzliche Harndrang und auch das Blut im Urin, ließen mich doch sofort an eine bestimmte Diagnose denken. Was war denn jetzt? Was hat denn so weh getan? Hier tut es so weh. Boah, beim Wasserlassen war das wie als wenn man mit dem Messer unten reingeht. Ja, vielleicht haben Sie einen Stein verloren, ne? Kann sein. Müssen wir mal gucken. Ich mache mal einen Ultraschall. Tatsächlich können Schmerzen beim Wasserlassen und Blut im Urin auf Nierensteine hindeuten. Sollte die Ultraschalluntersuchung den Verdacht des Urologen erhärten, könnte dies für Patient Mark eine OP nach sich ziehen. Und noch mal tief einatmen. Ja. Okay, gut. Also die Niere ist gestaut, ne? Also und da sind wahrscheinlich auch noch mehr Nierensteine drin. Die Blase ist jetzt gut voll. Hier unten, das ist auch ein bisschen geschwollen. Ja, also wahrscheinlich haben Sie einen Nierenstein verloren, ne? Das ist die Ursache Ihrer Beschwerden. Nierensteine entstehen immer dann, wenn der Urin, der ja die Abfallprodukte des Körpers aus dem Körper heraus transportiert, mit bestimmten Substanzen übersättigt ist. Das sind dann oft Salze und diese Steine haben dann das Problem, dass sie die Harnwege verlegen können. Das heißt, sie können in den Nieren sein, ohne dass sie irgendein Problem verursachen. Wenn sie aber dann in den Harnleiter hineinrutschen, also in die Verbindung zwischen Niere und Harnblase, gibt es Nierenkoliken, was ganz extrem schmerzhaft ist. Es kann an der Ernährung liegen, kann am Trinken liegen, muss halt auch viel trinken.
Dann kann es an bestimmten Sachen, wenn man zum Beispiel zu viele milchhaltige Produkte zu sich nimmt, Quark, Käse, Milch, Übermaß. Ich trinke aber ein Schlimm Orange, dann nehme ich gesund. Ja. Also, okay. In der Ernährung kann ich mir nicht voll. Also ich trinke weder viel Alkohol noch esse ich schlechte Produkte, kein Fertigessen, nichts. Gut, wir werden das weiter abklären. Also was jetzt macht, ich schreibe Ihnen jetzt erstmal Medikamente auf gegen die Schmerzen und auch was zum Austreiben, falls da noch Reststeine sind. Dann müssen wir sie zum CT schicken. Dann wird einmal geguckt, ob da noch Steine auch im Harnleiter sind, wo die dann überall sind. Es war für mich einigermaßen unklar, woher die Nierensteine bei Herrn Koch kommen konnten, weil er sah eigentlich ziemlich gut ernährt, gut gepflegt, legte Wert auf sein Äußeres aus, sodass das weiter abzuklären war. Wie geht es mal mit Herrn? Können Sie das sagen? Wir haben leider immer noch Datenschutz. Ja. Ich kann nicht zu viel sagen. Okay. Er hat starke Schmerzen, sollte auf jeden Fall gleich nicht alleine nach Hause gehen. Okay, also ich meine, ich habe noch mit dem 90. Geburtstag von der Oma zu tun. Ich könnte aber seine Freundin anrufen, dann bräuchte ich nur das Handy einmal von ihm, ja? Ja. Tanjas Anruf bei der mutmaßlichen Freundin ihres liebestollen Cousins soll alsbald eine kuriose Kettenreaktion auslösen. Bevor Frauenheld Mark in Erklärungsnot gerät, widmet sich sein Arzt einem besorgten Reiserückkehrer. Was führt Sie zu uns? Ich habe so ein Jucken, auch eine Rötung am Glied selbst. Ja. Ich war auf einer Dienstreise in Amerika. Ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht auf der Flugzeugtoilette was eingefangen habe oder wo es herkommt. Bei solchen Beschwerden denken viele Patienten auch sofort an eine Geschlechtskrankheit, die sie haben könnten. Das war aber in diesem Fall nicht so. Es steckte ein Trend dahinter. Dass man hier die Leisten ab, Lymphknoten. Ja. Ja, da ist ja schon ordentlich rot, ne? Ja. Und ist auch so ein bisschen belegt, also ja, riecht auch so ein bisschen, ne? Ja, ich habe tatsächlich so einen neuen Trend aufgeschnappt aus Amerika. Das machen ja auch die ganzen Stars, dieses No-Washing. Das heißt, man badet und duscht sich eher seltener und nimmt mehr Parfüm und Deo. Und ehrlich gesagt hat mir das geholfen, meine Haut ist nicht mehr so trocken und Seife soll ja Gift für die Haut sein. Naja, also ich meine, jetzt an der Stelle hat Ihnen das nicht geholfen. Also das ist, glaube ich, keine richtig gute Idee. Ne? Selbst wenn die Filmstars in Hollywood das machen, die sind mir eigentlich egal, weil die kommen ja nicht hier zu mir nach Köln. Aber ja. Bei Ihnen hier gefällt mir das nicht so gut. Also da würde ich doch dringend empfehlen, dass Sie so ein bisschen mehr auf Intimhygiene achten. Da haben Sie jetzt eine Pilzinfektion. Da schreibe ich Ihnen eine Creme gegen auf. Die wenden Sie eine Woche an, morgens und abends. Und dann ordentlich waschen. Und zwar am besten nur mit warmem Wasser. Wie immer im Leben ist der goldene Mittelweg richtig. Sich überhaupt nicht zu waschen ist natürlich keine Option, weil nämlich dann auch Infektionen auftreten können. Andererseits ist übermäßige Hygiene auch schädlich, weil sie einfach zum Verlust des Säureschutzmantels der Haut führt und dadurch dann eben auch Infektionen breiten Raum bietet. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich bin auf der Suche nach dem Herrn Mark Koch. Wer sind Sie denn bitte? Mein Name ist Stefanie Daun. Hi. Ja. Stefanie, Entschuldigung, ich wollte mal kurz unterbrechen. Stefanie. Ich bin's, Tanja, die Cousine von Max. Oh, hallo. Ich hab dich, du bist ja die Freundin, habe ich gehört. Nein, wir sind Kollegen und gut befreundet, Marc und ich. Wie, das verstehe ich jetzt nicht. Er hat zu mir gesagt gehabt, er ist mit der Arbeitskollegin Stefanie zusammen. Und da habe ich noch gesagt, bringen Sie doch mit zu dem Geburtstag unserer Oma. Könnte es denn sein, Also wir haben ja noch eine Stefanie auf der Arbeit. Ja? Sie ist Buchhalterin, aber die ist auch schon Ende 50, hat zwei Kinder. Okay. Also, da vielleicht mal die meint. Würde es also ein bisschen vielleicht dazu passen, dass er gesagt hat, sie hat keine Zeit. Vielleicht hat er sich ein bisschen unwohl gefühlt. Aber mir ist das auch jetzt total unangenehm, dass ich dich jetzt hier hinbestellt habe, weil ich gedacht habe, du bist die Freundin, weil er soll ja nicht alleine sein. Alles gut. Ja, dann passe ich halt auf Markt auf und Entschuldigung, ja, dann kannst du leider doch wieder fahren. Tut mir echt leid, ja? Welche Liebesgeheimnisse Mark vor seiner Cousine Tanja sonst noch verbirgt, stellt sich am folgenden Tag heraus. Obendrein wird während des Kontrolltermins klar, wieso der Patient trotz gesunder Ernährung unter Nierensteinen leidet. Hatten Sie noch Beschwerden? Ja, ich muss sagen, es hat echt gut geholfen. Also ich habe gut Wasser gelassen. Ja. Hat aber auch dann noch ein paar Mal richtig weh getan. Ja. Kam auch Steinchen mit raus. Ne? Die haben Sie in dem Filter, den ich Ihnen mitgegeben habe. Die habe ich Ihnen auch mal mitgebracht. Als ich das ist super. Kann. Okay, schön. Also wusste ich gar nicht, dass das so große Steinchen sind. Ne? Da haben Sie aber auch ein paar Brocken ausgeschieden.
Also die Steine schicken wir zur Analyse weg. Dann können wir sehen, woraus sie sind. Und dann kann man einen Rückschluss finden, warum die entstanden sind. Erstaunlicherweise hat der Koch doch eine ganze Reihe Steine von alleine produziert und aus seinem Körper sozusagen entlassen. Es stand allerdings noch ein großer Stein im Nierenbecken zur Diskussion, der auch weiter behandelt werden musste. Interessant und was noch zu klären war, war, warum hat er so viele Steine gebildet? Wir haben noch einen dicken Klunker im Nierenbecken und der muss weg. Den kann man eigentlich ideal mit Stoßwellen behandeln. Das heißt, das ist so ähnlich wie Ultraschall. Diese Wellen, die werden dann auf diesen Stein fokussiert. Und das sind so Wellen, die den Stein zerstören, sodass er in viele kleine Teile zerfällt. Und im Idealfall geht er dann als Sand ab. Für dieses Mal ist der 40-jährige Zollbeamte aber entlassen. Zumindest theoretisch. Denn vollkommen unverhofft wird Mark nicht nur von Cousine Tanja erwartet, sondern auch von seiner Kollegin Stefanie, die extra gekommen ist, um ihn zur Rede zu stellen. Also, ich habe irgendwie mitbekommen, dass du erzählst, dass wir ein Paar wären. Ui, erstmal schön, dass du hier bist. Ja. Ja, das wollte ich dir sowieso noch sagen. Ja, war ein bisschen ein Missverständnis. Das ist ein Missverständnis? Du hast mir ganz deutlich gesagt gehabt, dass du mit einer Stefanie zusammen bist, auch von der Arbeit. Und dass ihr wirklich ein Pärchen seid. Ja, du meintest, es ist unsere Buchhalterin, die Steffi. Und mit der habe ich ja gar nichts zu tun. Wir sind ja praktisch. Das geht ja gar nicht. Die gute Buddies sind wir, so kann man sagen. Ne? Wie geht's dir denn? Ja, jetzt wieder besser. War am Anfang sehr, sehr heftig. Also, ich hatte ja so Schmerzen, war nicht zum Aushalten. Was hast du denn für Symptome bekommen? Oh, ich hatte extreme Schmerzen beim Wasserlassen. Kein Wunder. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit dir. Jeden Einsatz gehst du doch kaum noch auf die Toilette. Die Baustellentoiletten, die sind auch extrem ekelhaft. Aber ja, aber du trinkst viel zu wenig und das erklärt sich ja von selbst, finde ich. Warum trinkst du denn so wenig? Ich arbeite doch für Zollamt und die Baustellentoiletten, die sind so weit von ekelhaft. Ja, und wenn ich da an die Baustellen kontrollieren gehe, dann möchte ich da nicht auf Toilette gehen. Da habe ich gerade gelauscht. Ne? Sie trinken wenig? Das könnte ja die Ursache sein. Während ne? der Arbeit trinke ich wenig, sonst eigentlich genug. Ne? Kaum ja. Ich möchte auf der Arbeit nicht auf Toilette gehen. Ne? Gerade jetzt, wo Sie Steine schon gebildet hatten, werden Sie in Zukunft auf jeden Fall ordentlich trinken müssen. Ne? Das ist ganz wichtig, sonst haben Sie das ständig. Und da gehen Ihre Nieren, können da Schaden nehmen auf Dauer. Ne? Das müssen Sie dran arbeiten am Trinken. Nierensteine gibt es relativ häufig. Die häufigste Ursache ist sicherlich, dass Menschen zu wenig trinken. Also jeder Mensch sollte ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag trinken. Wenn er das nicht schafft, dann ist er schon mal in einer Gefahr, Nierensteine zu bekommen. Ja, aber ich verstehe es trotzdem alles nicht. Du wechselst so oft mit den Freundinnen hin und her und ich kann das nicht nachvollziehen. Was ist los mit dir? Ich wechsle die Freundinnen gar nicht so oft. Ich habe jetzt auch nur gesagt, sie wäre meine Freundin, das Umfeld dann alle mal Ruhe geben. Man wird ja nur mal genervt. Du fragst ja auch dauernd, was macht deine Freundin? Ja, aber du prallst ich damit seit, auch. Seit meiner Jugendliebe habe ich keine Freundin mehr gehabt. Und die Lisa, die Beziehung ist damals auseinandergegangen, bevor die überhaupt zu irgendwas gekommen ist. Wie? Das heißt, also du bist noch jungfräulich? Ja, ich habe mit keiner Frau was gehabt. Also bis jetzt noch mit keiner einzigen. Das fand ich ja richtig süß. Findest du nicht süß? Ja. Ich hab schon gedacht, als Mann schämt man sich schon dafür. Ne? Ja, natürlich, aber ich habe jetzt wirklich gedacht, weil deine Geschichten sind ja immer sehr schön brisant, ne, die du da erzählst, wenn du montags dann in den Einsätzen mit mir unterwegs bist. Ich lerne immer viele Frauen kennen, aber das ist immer so freundschaftliche Basis, weißt du? Also, ja, gestartet habe ich mit denen nie was. Ja, aber dann kannst du Steffi jetzt mit zur Geburtstagfeier nehmen. Dann hast du doch jemanden. Boah, das wäre mir eher. Wenn du mich begleiten würdest, das wäre echt mega. Ja, wieso denn nicht? Mach ich sehr gerne. Ja, das würde mich echt sehr freuen. Ganz zur Freude der gesamten Familie sind sich Marc und Kollegin Stefanie auf dem 90. Geburtstag von Oma Hilde tatsächlich näher gekommen. Liebe nicht ausgeschlossen. Seit der 40-Jährige zudem ausreichend trinkt, hat er keinen Ärger mehr mit Nierensteinen.